Was macht ihr hier? Waren im Urwald und haben Gold geholt. Habt ihr viel Gold geholt? 3 Tonnen. Was? So viel? So viel. Check 1, 2, 1, 2, Mike ist an. Okay, Mike ist on. Hi Mike. Grüß euch, ihr Lieben. Heute ist das erste Mal an einem Fluss oder Bach, der wirklich den Namen Gold im Fluss mit drin hat. Also ein kleines Rätsel für euch, wer sich auskennt, der weiß wahrscheinlich Bescheid. Heute mit am Start. Das ist me. Der Mr. Smee. Unser Thema heute, 3 Mann, 3 Rinnen. Um es heute ein bisschen spannender zu machen für euch. Wir haben heute eine kleine Auswahl an Goldwaschrinnen dabei und es darf sich jeder eine Rinne raussuchen. Wir machen jetzt Stöckchen ziehen. Wir haben gute Strömung, aber ja, wir müssen wahrscheinlich gut vorsieben. Wollen wir? Wir fangen an. Wollen wir? Genau. Ja, mach den schönsten zuerst. Den schönsten. So, dann gehen wir mal. Oh je. Bei der Gelegenheit sagen wir natürlich gleich ein bisschen was zu den Rinnen. Wir haben auf der Seite ganz links hier eine Bavaria liegen. Du hast ja auch eine Bavaria, ne? Ich habe auch eine Bavaria. Ja. Du nimmst sie jetzt aber eigentlich hier in dem Gebiet nicht. In dem Gebiet hier nehme ich sie nicht. Warum? Weil die zu schnell voll wird. Mit schwarzem Sand zumindest. Okay. Weil hier gibt es so viel Black Sand. Und die Fleder sind wirklich so mini klein, wenn die Strömung da zu sehr hast ist. Hast du welche einstecken? Fleder? Hm? Ja, na klar. Schauen wir uns gleich mal an dann. Zeige ich gleich mal. Okay. Ja, und was gibt es hier eigentlich noch in dem Gebiet? Mariensteine könnt ihr hier. Mariensteine, okay, cool. Oder Muttergottsteine werden sie auch genannt. Okay, ja, der schauen wir da natürlich auch mal rein, ob wir da sowas drin haben. Hm? Genau. Ja, das ist so das, was du hier finden kannst. Also Favorit von dir wäre jetzt was? Wir haben jetzt da vorne Bavaria-Rinne. Dann haben wir die kleine Goldsachs, die große Goldsachs. Dann haben wir hier eine Silikonrinne. Und hier haben wir auch noch eine spezielle Rinne, die kann ohne Riffel betrieben werden. Mit Teppich oder mit Moos? Was würdest du nehmen? Die Goldsachs. Die lange. Du wählst Goldsachs. Okay, also haben wir einen Kandidaten mit Goldsachs. Die nehme ich. Kannst du auch gleich hinlegen? So, erledigt. Das ging schnell. Das ging schnell. So, Mr. Smee. Hi, ich bin letzter Platz. Ich bin 2. Platz, okay. Ja, also mein Trend geht heute zur Bavaria. Ich probiere es halt mal mit der Bavaria, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich würde auch gerne den Teppich ausprobieren, beziehungsweise, also Teppich nimmt man ja, um die Black Sand Menge zu reduzieren und den Schlingenteppich nimmt man ja, um die Black Sand Menge zu erhöhen. Und also das wäre auch interessante Wahl auf jeden Fall heute. Aber ich bleibe bei der Bavaria heute. Ich nehme mal heute Bavaria. So, jetzt bin ich wohl dran. Tja, ich nehme meine Pfanne auf jeden Fall und dann die kleine Goldsachs. Okay. So. Kaufen. So, die Rinne steht. So schaut das Ganze aus. Ja, und ich habe jetzt mal ein paar
Schüsseln voll durch und dann gucken wir mal, ob wir hier bleiben an der Stelle. Mir ein Eimerchen voll gemacht und das haue ich jetzt mal in die Rinne rein. Ja, Mike, was hast du denn da Schönes? Das sind so ein paar Steinchen, die man hier finden kann. Mariensteine oder auch Muttergottsteine genannt. Und ein bisschen Gold kann man hier natürlich auch finden. Sieht zwar viel aus, aber das ist die Arbeit von fast 2 Jahren. Aber das macht ja nichts. Ja, wie viel Flitter findest du so an einem Tag? Hier, ich sag mal, wenn ich mit Pfanne nur unterwegs bin, vielleicht so 7-8 Stück. Mit Rinne sind es auch vielleicht mal 15 oder 20. Aber halt nur so in 3-4 Stunden vielleicht maximal. Länger wasche ich meistens hier nicht. Das reicht mal so nach der Arbeit. Einfach mal um sich herzusetzen, ein bisschen zu entspannen. Gibt schon nichts Besseres. Und die Steinchen hier, die sind natürlich auch Bombe. Freut sich das Kind immer drüber über sowas. Ja. Goldwaschen ist einfach nur geil. Mike hat auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Alles voller Black Sand. Wir machen jetzt mal ein Clean-Out und schauen, ob da Gold drin ist. Von der Menge her waren das jetzt 2 Körbe voll. Eigentlich so die ideale Menge, um mal zu schauen, wie viel Gold wir hier an der Stelle zu erwarten haben. Das hier ist das Konzentrat. Davon fast alles Black Sand. Kann ich mal die blaue von dir haben? Liegende Untertasse. Flupp. Ich benutze jetzt hier diese kleine blaue als Backup-Pfanne, beziehungsweise die grüne als Backup-Pfanne und in der hier wird jetzt ausgewaschen. Das mache ich alles hier rein, weil ich möchte das zu Hause nochmal auskochen. Ja, das Material ziemlich schwarz. Man sieht es hier. Kleines Zwischenfazit. Ich habe jetzt hier mal die 2 Röhrchen von Mike und von mir hier rein. So, das untere Röhrchen ist meins, das obere ist seins. Ich würde jetzt mal sagen, bei Mike sind es auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flitterchen und bei mir sind es effektiv 3 Flitterchen. Also er hat jetzt doppelt so viel Flitterchen wie ich. Ja, ich habe jetzt von der Menge her 2 so große Waschkörbe durchgelassen und habe die Stelle mitten im Bach gewählt. Und deine Stelle ist? Ja, am Rande und ich habe so einen halben Kübel durchgelassen. Ich habe 4-mal so viel Material durchgelassen und habe die Hälfte an Flittern. Das ist richtig. Ja, das bedeutet, wir schauen jetzt mal zu Mr. Smee, schauen mal, was er drin hat und dann ziehen wir Fazit.
So, Mr. Smee, wie schaut's aus? Das sind lauter Steine. Schlecht. Das ist schlecht. Aber keine Mariensteine bis jetzt. Doch, da vorne auf der Rinne. Hast du einen gefunden? Ja, drei Stück. Ich habe auch Bleikügelchen. Jetzt haben wir effektiv 2 Stunden gewaschen, ne? Ja. Genau. Aber enorm viel Black Sand vorhanden. Sieht man ja in dem Röhrchen noch. Meine, sowas mache ich lieber daheim in aller Ruhe, so gleich am Waschplatz. Alles sortieren ist nicht so meins. Ist mir zu hektisch. Ich will Ruhe genießen. Da haben wir jetzt das restliche Auswaschkonzentrat mitgenommen. Das werden wir daheim mal auskochen und gucken, ob wir ein paar Goldflitterchen noch zusätzlich finden können. So, das Meinersmoos und das Moos. Bonus-Level. Gibt's Gold im Moos oder nicht? Mal schauen, wir kratzen mal ein bisschen was ab hier von dem Stein. Schmeißen das mal in die Pfanne rein. Gibt's hier so ein schönes Kratzwerkzeug? Dann machst du hier nichts. Hier nicht, ja. Hier. Ja, mal gucken. Oh ja, schwarzen Sand gibt es schon mal im Moos. Und das nicht gerade wenig, würde ich sagen. Oh, doch. Da. Seht ihr den? Ein Flitter im Moos. Super, ja, da werde ich demnächst hier nur noch Moos waschen. Müssen wir saugen. Das Moosflitterchen. So, hier ist er. Siehst du? Oh ja. Bonuslevel für mich. Ich gehe mal rüber zu dem etwas größeren Stein und schau mal, ob ich da was finde. Ja, da drüben ist auf jeden Fall eine. Also wenn mich meine Augen nicht trüben, ist auf jeden Fall das hier einer. Ja, das habe ich auch von hier gesehen. Und da ist noch einer. Eins. Also es waren auf jeden Fall 2. Sehr gut. Ohne Moos nichts los, oder? 2 Flitter in einer Handvoll Moos. Okay, cool. Naja, nehmen wir mit. Und es ergänzt meine 3 Flitter, die ich bis jetzt gefunden habe, in den 2 Eimern da hinten. Tja,
Mike lasst sich ab. Was? Nächstes Mal gehen wir morgen warten. Ja. Ja, wir nehmen heute auch wieder Müll mit nach Hause. Das hier am Bach rumgelegen war, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen vorhin, dass das neben der Rinne war, das nehmen wir mit. Ja, und hier ist unsere Stelle wieder schön sauber leer, schön sauber zurückgebaut. Sieht man nichts mehr, alle Löcher zu. Lauter Nacktschnecken. So wie Nacktschnecken. Ja, das soll es heute gewesen sein mit unserem kleinen Ausflug. Ich glaube, es war wieder ganz spannend und ich wünsche euch gute Zeit, viel Erfolg bei eurer eigenen Suche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bye bye. Macht's frisch. Nimmst mich mit! Darf ich mitfahren? Wo wollen Sie hin? Dahin, wo du hinfährst. Okay. Gut, einsteigen. Und wer bist du? Ein Schneckensammler. Na klar. Jetzt immer viel Schnecken, da macht er einen Permafrost mit auf, weil er dann Energie hat. Oh, da, zack, hat er schon rein. Ah, die hat er schon leer gemampft. Ja klar, schmeckt gut. Schöne Weinbergschnecke. Wollt's mitfahren? Ja, wir würden gerne mitfahren. Gut. So ein Stück. Einsteigen. Okay.